Nachdem es am Freitag und am Montag angesichts der Eskalation im Konflikt USA-Iran Rücksetzer gab, ein bisschen Druck auf die Aktienmärkte gab, ist jetzt wieder diese Kauf-den-Rücksetzer-Mentalität by the dip in vollem Gange. Man sagt sich, kann ja nichts schiefgehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Gestern die Märkte dann nochmal ins Plus gedreht, die US-Märkte im Mindesten. Manche hatten es schon vermutet, die Amerikaner sind da schmerzbefreit. Und Mohammed El-Arian, der ehemalige PIMCO-Chef, hat das in einem Tweet, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, der gesagt hat, ja, die Investoren sind so konditioniert in den letzten Jahren und es hat immer wieder funktioniert, dass man diesen Rücksetzer kaufen kann, solange es keine Eskalation gibt im geopolitischen Bereich und man rechnet eben seitens der Aktienmärkte nicht wirklich mit einer Eskalation in diesem Bereich, sondern sagt sich, naja, das wird so irgendwie langsam verpuffen und wenn nicht, wenn es diese Eskalation gibt, dann sind notfalls eben die Notenbanken da und werden uns schon den Hintern retten. So die Auffassung und genau diese Auffassung hat sich gestern wieder durchgesetzt. Das wird wahrscheinlich immer wieder gut gehen, bis es einmal nicht mehr gut geht. Dazu gleich später mehr. Schauen wir uns mal an, was sonst vielleicht relevant und interessant ist. Wir haben zunächst mal Aussagen hier von chinesischer Seite, die doch durchaus interessant sind, und von iranischer Seite. Hu Qishin, Chefredakteur der Global Times, sagt, dass die Amerikaner ja versucht haben, Saddams Regime zu stürzen. Das sei ihnen zwar gelungen, aber sie hätten den Irak kaum verändert. Der Iran dagegen hätte den Irak deutlich mehr verändert. Es war also ein ziemlich schlechter Deal für den US-Präsidenten Trump. Da ist so ein bisschen Hohn, der da aus diesen Aussagen spricht. Donald Trump hatte ja gedroht mit 52 Zielen gegenüber dem Iran, diese zu attackieren. Nun hat Hassan Rouhani, der Regierungschef Irans, gesagt, ja, wir haben auch eine Zahl, die heißt nicht 52, sondern 290. Diese 290er-Zahl bezieht sich auf den Abschuss eines iranischen Passagierflugzeuges im Jahr 1988 durch ein amerikanisches Kriegsschiff, eher versehentlich wahrscheinlich, aber damals 290 Menschen zu Tode gekommen. Also wir sehen, da wird jetzt mit symbolischen Zahlen um sich geschmissen, das ist Krach. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die interessant sind, die relevant sind. Wir sehen John Bolton hier, den ehemaligen Hardliner und Sicherheitsberater von Donald Trump, der übrigens immer einen Krieg gegen den Iran befürwortet hatte, dann aber entmachtet wurde von Donald, weil es wahrscheinlich innere Machtkämpfe gab. Der hat jetzt gesagt, naja, wenn ich vor dem Kongress aussagen muss, dann werde ich das tun. Und John Bolton ist sicherlich jemand, der einiges weiß, vielleicht auch Unangenehmes weiß, was im Mindesten Donald Trump betrifft oder was Donald Trump im Mindesten unangenehm ist. Und jetzt ist es so, dass die Demokraten da natürlich jetzt nochmal, die US-Demokraten da natürlich nochmal versuchen, hier wirklich Dinge rauszuziehen, die für ein Impeachment dann vielleicht reichen könnten. Sie wissen ja, Abgeordnetenhaus hat schon dafür gestimmt, aber es hängt jetzt irgendwo in der Luft. Die Demokraten weigern sich, das Ganze an den Senat weiterzugeben, der dann letztendlich darüber abstimmen muss. Jetzt also der neue Versuch sozusagen mit John Bolton hier eine Art Kronzeuge zu haben, der hier hilfreich sein könnte. Wir haben Nachrichten aus China dann noch dazu. Hier berichtet die Straits Times aus China, dass das Land nicht beabsichtige, für zentrale Agrarprodukte seine Käufe raufzufahren, nämlich die Käufe von US-Landwirtschaftsprodukten, weder Korn noch Wheat, also Weizen, Reis etc. All das wolle man unverändert lassen. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wie soll dann dieses Volumen zustande kommen, das die Amerikaner fordern, nämlich 40 Milliarden pro Jahr. So hat es ja Robert Lighthizer gesagt, das würde ohne diese Käufe wohl nicht gehen. Derzeit sind etwa die Hälfte aller Landwirtschaftskäufe Chinas Sojabohnen. So viel Sojabohnen braucht China dann wohl auch nicht, zumal ja die Schweineherde deutlich dezimiert ist, um die Hälfte etwa in China, nachdem die Schweinepest da so stark wütet. Also hier nochmal ein kleiner Zweifel. Normalerweise heißt es jetzt, Liu He reist am 13. Januar nach Washington, wird dann am 15. die ganze Geschichte unterschreiben. Aber wir haben gestern schon gesehen, dass da so ein bisschen Zweifel aufkommen an der ganzen Geschichte. Zweifel vielleicht auch hier an dieser fortgesetzten Rallye. Sven Hendrik hat hier
ein sogenanntes Kompressionsmuster gezeigt beim WIX. Wir sehen also etwas tiefere Hochs und höhere Tiefs. Das zieht sich also immer mehr zusammen und kann dann eben schwunghaft ausbrechen, wie es im Jahr 2018 war, im Januar 2018. Wir haben ja viele Ähnlichkeiten mit dieser Zeit. Damals war es so, dass alles gestiegen ist, weil die US-Steuerreform kam. Alle waren all in und plötzlich machte es dann im Januar 2018 Bums. Da ging es massiv nach unten mit den Kursen und massiv nach oben mit dem WIX, den wir hier sehen. Und Sven Henrik sieht in dieser Kompressionsformation des WIX dann im ersten Quartal einen massiven Anstieg der Volatilität. Es könnte etwa sein, eine Reaktion des Iran. Es könnte Impeachment sein. Keine Ahnung, was es sein kann. Aber das wird nahegelegt, dass hier dieser Ausbruch bald kommen wird. Kann morgen sein, kann heute sein, kann in zwei Monaten erst sein. Das ist die große Frage. Aber wir sehen eine Formation, die in der Vergangenheit so immer funktioniert hat. Gold hat gestern die Gewinne weitgehend wieder abgegeben. Öl hat sie komplett abgegeben. Das liegt einfach daran, dass hier die Märkte überkauft sind. Wir sehen, dass Gold gestern einen RSI, einen relative Stärkeindex bei 86 hatte, also schon durchaus extreme Werte. Wir haben heute Daten, meine Damen und Herren, die Handelsbilanz aus den USA. Zuletzt hat sich das Defizit ein bisschen verkleinert und wir haben wichtigerweise den ISM Index Service, also Dienstleistung, nachdem in der letzten Woche ja der ISM Gewerbe doch deutlich schlecht ausgefallen war, mit dem schlechtesten Wert seit Juni 2009. Hier sehen wir den ISM Service knapp an der 54er Marke zuletzt. Man rechnet mit einem Anstieg auf 54,5 für die USA. Natürlich wichtig, diese Zahl. Schauen wir uns ein bisschen die Charts an, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den kontinuierlichen Aufstieg des DAX, die Charts von Capital.com. Und wir sehen, dass hier dann ein Plateau gebildet wurde, jetzt im außerbörslichen Handel bei 13.200. Jetzt sind wir bei 13.189. Wir sehen, dass der S&P Future jetzt ein bisschen nach unten kommt, nicht viel. Wir waren dann immer weiter gestiegen, auch heute Nacht noch weiter gestiegen auf Future-Basis, die asiatischen Märkte positiv. Da hat man Verluste etwa beim Nikkei teilweise wieder aufgeholt, aber wir sehen, dass jetzt es ein bisschen nach unten geht. Gleichwohl stehen wir höher als noch gestern zu Handelsschluss in den USA, gilt vor allem für den Nasdaq 100, 8.849 Punkte. Was macht die Gemeinschaftswährung zum Dollar? Ist bei 1,1183 nicht wahnsinnig viel verändert seit gestern Abend. Wir sehen, dass Gold jetzt ein bisschen wieder anziehen kann, so in den letzten Minuten, nachdem es vorher unter die 1560er Marke ging. Wie gesagt, überkauft, aber vielleicht jetzt eben der zweite Schwung und wir sehen den Ölpreis bei $42,47. Wir waren ja schon bei $64,50. Beim WTI Brent war gestern sogar noch deutlicher gestiegen zuvor. Also, das ist die Situation bei The Dip-Mentalität, wie von Mohammed El-Erian bezeichnet. Man ist wie Pavlovsche Hunde konditioniert. Wenn es klingelt, dann bildet sich Speichel. Da sagt man sich, hey, wir nutzen jeden Rücksetzer. Es wird auch diesmal gut gehen und wahrscheinlich geht es das nächste Mal gut und dann geht es nochmal gut. Und weil alle glauben, es wird immer gut gehen, geht es dann einmal nicht gut und dann geht es gleich so in die Hose, dass da braune Streifen zurückbleiben, meine Damen und Herren, um gleich mal ein bisschen unappetitlich zu werden am Morgen. Jedenfalls werden wir jetzt nochmal wahrscheinlich Optimismus mehr sehen. Wir werden sehen, dass die Amerikaner das Thema für beendet erklären, aber der Iran wird das nicht. Da kommt ein Gegenschlag, da kommt ein Rückschlag. Die Frage ist nur, wann. Ich wünsche einen guten Start in diesen Dienstag und sage Servus und Tschüss.